Moinsen, Maggers und Margarinen. Heute mal ein Video von mir, direkt aus dem Stuhl, nicht aus dem Stream geschnitten oder irgendwelche Highlights. Ich habe heute meinen ersten Teststream bei YouTube gehabt und die Reaktionen waren sehr, ja, ich sag mal, durchwachsen. Also nicht negativ durchwachsen, sondern die Frage kam auf, warum passiert das hier eigentlich? Und dazu würde ich gerne mal ein, zwei Worte verlieren. Ich habe jetzt 9 Jahre bei Twitch gestreamt. Also ich habe meine ganze Karriere, mein ganzes Dasein habe ich dort erlebt. Ich habe viele Epochen von Twitch mitgemacht und bin schon sehr, sehr lange Partner. Ich war damals einer der ersten deutschen Partner, die von Simon gepartnert wurden. Der erste Mitarbeiter von Twitch, der im deutschsprachigen Raum unterwegs war. Und habe schon viel kommen und gehen sehen. Ich habe viele Änderungen mitgemacht, aber so langsam frage ich mich wirklich, was ist mit dieser Plattform los? So haben sie jetzt vor kurzem angekündigt, dass sie ihre TOS ändern möchten bezüglich der Glücksspielaktivitäten auf Twitch, was sehr cool war und sehr viel Aufsehen erregt hat. Und so klangheimlich unten drunter durch haben sie noch so eine schöne andere Änderung reingezimmert. Und zwar als Creator, wenn du im Jahr mehr als 100.000 verdienst auf Twitch, wird dir dein 70-30-Share auf ein 50-50-Share gemacht. Da frage ich mich so, hä? Was soll das denn jetzt? Das heißt, wenn du der Plattform viel Geld bringst, wird dir was weggenommen? Und das habe ich nicht so richtig verstanden, was das soll. Für mich ist das erstmal nicht so relevant, weil ich nicht, sage ich mal, so viel Geld also umsetze auf Twitch. Dennoch muss ich ganz ehrlich gestehen, ist das so eine Änderung, die ich absolut scheiße finde. Also wirklich, so vor allen Dingen auch die Art und Weise, dieses klangheimliche unten drunter. Und wir münzen jetzt alles auf Werbung und keiner verliert wirklich Geld und keiner verdient weniger. Und das ist so eigenartig und das ist so eine Politik, die ich auf Twitch absolut nicht feiere. Zumal sie das mehr in diese Werbung reinforcieren wollen, was ich cool finde, weil dann ihr da draußen nicht so viel Geld ausgeben müsst oder könnt oder wie auch immer wir das bezeichnen wollen, um eure Creator zu unterstützen, sondern ihr das durch Werbung von Firmen sozusagen wir durch Werbung von Firmen ausgezahlt werden, was eine coole Möglichkeit ist, weswegen ich YouTube auch feiere, dass das dort so umgesetzt ist, weil das auch ein netter Obolus noch ist und einige Menschen, die nicht, sage ich mal, in der Lage sind zu supporten, haben auch die Möglichkeit trotzdem ihre Lieblings-Content-Creator zu supporten. Nichtsdestotrotz ist das Werbungssystem bei Twitch eine absolute Vollkatastrophe. Also von ich schalte in den Stream an und habe 6 Werbeblöcke bis 9 Werbeblöcke, die ich nicht skippen kann, bis hin zu ich gehe Streams rein, wo automatisch Werbung läuft mit diesem Paket, was du dir bei Twitch holen kannst, wo die Auszahlungen super random sind und super bescheuert sind und überhaupt nicht nachvollziehbar sind, bis hin zu, dass die Experience in einem Livestream richtig katastrophal ist, wenn du mittendrin eine Werbung reingeballert kriegst und dir erstmal 6 Blöcke reinzimmern musst, was 5 Minuten geht, weil dann sind wir nämlich schon wieder im Fernsehen und das mag sich doch kein Schwein angucken. Und ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich sage, ey, wisst ihr was, Leute, das ist doch keine Art und Weise. Vor allen Dingen wird ihr das dann halt so verkauft, als wenn das überhaupt gar kein Problem ist und wir eher was für Creator machen wollen. Und die Zuschauer sollen davon auch profitieren. Ein Zuschauer profitiert davon nicht, wenn dir forciert ständig Werbung in die Fresse reingedrückt wird. Und ein Creator profitiert auch nicht davon, wenn ihm der 70-30-Subshare auf einen 50-50-Subshare geändert wird, wenn er viel Geld verdient. Also ich bin, wie gesagt, nicht an dem Punkt, wo mir das passieren kann, weil ich nicht, sage ich mal, in den Rubriken unterwegs bin, wo ich im Jahr so viel Geld umsetze. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr, sehr erbost darüber, dass es schon wieder so gemacht wird. Ich habe leider den Fehler gemacht, dass ich 9 Jahre lang mich versteift habe auf eine Plattform. Ich wusste immer, dass ich mich breiter aufstellen sollte und habe das aber nie getan. Ich habe jetzt kürzlich gemeinsam mit meinem Cutter, Jimmy, schöne Grüße, angefangen, ein bisschen mehr YouTube-Content zu machen, habe mich auch auf anderen Plattformen breiter aufgestellt, habe dort auch begonnen, Content zu machen. Das hätte ich schon früher machen sollen. Da war ich sehr dumm und naiv. Jetzt ist es bei mir so, ich bin dadurch sehr an Twitch gebunden. Ich verdiene da eine Menge, sage ich mal, nicht eine, ja doch, ich verdiene eine Menge Geld und auch ein Großteil meines monatlichen Einkommens kommt von Twitch und deswegen bin ich ein bisschen an die Plattform gebunden, weil ich auch nicht in der Lage bin, von jetzt auf gleich einfach eine große Menge an Menschen zu bewegen und eine andere Plattform zu befüllen. Deswegen
habe ich mir überlegt, ich möchte das schrittweise machen, um euch schrittweise daran zu gewöhnen, dass ich nicht nur auf Twitch da bin. Weil falls mir das irgendwann mal wegbricht, ja, für die Menschen, die es wahrscheinlich in den Kommentaren schreiben möchten, geh doch arbeiten. Yes! Ich verwehre mich nicht davor, auch diesen Schritt zu gehen. Ich bin nur aktuell so komfortabel unterwegs, dass ich sage, ich kann mein Leben damit finanzieren. Und es geht hier nicht darum, mehr zu verdienen, sondern es geht darum, das weise zu verteilen, dass falls das dort bei Twitch irgendwann mal wegbricht, weil ich gehe ganz stark davon aus, dass das nicht die letzte Änderung war und dieser 50-50-Share wahrscheinlich, mark my words, 100%ig durchgedrückt wird, dass man sagen kann, hey Leute, ich habe keine Lust mehr auf die Plattform, ich finde das scheiße, dass man die Plattform wechseln kann. Deswegen würde ich euch da draußen bitten, wenn es möglich wäre und ihr in der Lage seid dazu und vielleicht auf der einen oder anderen Plattform einen Account habt, wäre es schön, wenn ihr mir bei den meinen sozialen Medien folgen könntet, weil wir werden auf kurz oder lang und auch jetzt in der nahen Zukunft werden wir Streams auf anderen Plattformen haben. Denn ich möchte mich dort ausprobieren. Ich möchte schauen, wie dort die Plattformen aufgestellt sind, wie das funktioniert, wie die User-Freundlichkeit ist. Und das wird jetzt in der nahen Zukunft passieren. Ich habe heute meinen ersten Teststream bei YouTube gehabt. Es war okay. Qualität war okay, Chat war super. Es hat natürlich das ein oder andere gefehlt. Das kann man nicht bestreiten, was von Twitch da ist. Aber ich möchte trotzdem weiterhin diese Möglichkeit nutzen und mich dort auszuprobieren. Also tut mir einen Gefallen, geht unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr einen Account habt auf den gängigen Plattformen, folgt mir dort. Ich werde euch dort Bescheid geben, wenn ich mal nicht bei Twitch live bin. Das wird jetzt erstmal so bleiben, dass ich natürlich weiterhin dort meinen Content mache. Es wird aber auf anderen Plattformen genauso passieren. Ansonsten schaut bitte meine YouTube-Videos, da würde ich mich auch sehr freuen, denn der Algorithmus freut sich über Interaktion, ob es ein Daumen ist, ob es ein Abo ist, ob es ein Kommentar ist. Und wenn ihr da nur einen Algo-Kommentar reinballert oder einfach nur irgendwas da unten reinspammt, würde mich das sehr freuen. Ich wünsche euch allen eine angenehme Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und lasst es euch gut gehen, Küsschen aufs Nüsschen und schon mal vielen Dank, dass ihr meine Reise begleitet und lasst es euch gut gehen. Tschüssing!